Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Banished und wir befinden uns weiterhin im absoluten Tiefflug. Letztes Mal haben wir da aufgehört, wo einfach alles verreckt. Also so richtig verreckt, so richtig verreckt. Der mega krasse Einbruch. Hier gab es den ersten krassen Einbruch, den haben wir einigermaßen aufgefangen, dann ist alles gestorben, dann wurde alles besser, dann kamen die Nomaden und dann war das Essen weg. Und jetzt ist alles wieder im Sinkflug. Das war, also ich habe mal angeguckt, wir haben in der letzten Folge innerhalb von 8 Minuten irgendwie 150 Leute verloren. Das ist ganz, ganz bitter. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze auffangen soll. Die einzige Chance, die ich habe, dass hier mal alles irgendwie... Scheiß auf Stein. Scheiß auf Minen. Braucht kein Mensch. Ich mach das jetzt mal so. Machen wir hier mal 20, weil das Einzige, was aufrechterhalten werden muss, ist gerade Essen. Alles andere ist einfach mal gerade kackenegal. Birdman, Gatherer, Fishman, Hunter, Woodcutter, Forester müssen wir auch. Also eigentlich alles, was hier ist, muss oben bleiben und alles, was hier ist, einfach mal... Was soll's. So, weiter geht's. Gucken wir mal, wie schnell. Und es wird weiter brav gestorben. Jetzt ist Starvation, weil es ist natürlich auch nichts zu essen da. Und Tools hat auch keiner. Habe ich denn alles umgestellt auf die... Dingens-Tools? Auf die Iron-Tools, ja. Sodass ich keine Kohle brauche. Lustigerweise scheint das hier ein generelles Problem zu sein, weil irgendwie mittlerweile auf in dem Level, früher oder später, bei der Kartengröße, bin ich nicht der Einzige, der das hat. Da kenne ich noch ein paar andere. Wenn ihr mal so die aktuellen... wenn ihr mal anguckt, wer aktuell so Banished spielt, sind da einige bei, die das gleiche Problem haben. Da hilft nur eins. Ich brauche mehr Häuser und mehr Felder. Hier oben hatte ich schon mal was gemacht. Hier wird aber immer noch wieder hergestellt. Ach, warum mache ich eigentlich Pause? Ist egal. Aber wenn das hier wieder neu gebaut ist, haben wir auch ein Problem weniger. Was ich schon mal... Schon wieder keine mehr. Jupp. Ja, ich kann eigentlich direkt schon mal... Ich kann schon mal alle Schulen wieder ausmachen. Und die Kirchen kann ich auch schon mal alle wieder ausmachen, weil die jetzt schon alle nichts mehr bringen. Die sind jetzt alle schon wieder für die Katz. Die kann ich mal alle ausschalten. Die kann ich jetzt sowieso nicht mehr benutzen. Keine Clerics. Keine Teacher. Weil irgendwo muss ich die Leute herkriegen. Die hier sind sowieso noch aus. Lustig hier, die Schule war eh noch aus, die war noch nicht mal an. Das Ding hier ist immer noch aus, komm, da sind 2% drin, die kann ich auch anmachen irgendwie. Mal gucken, ob da irgendeiner reingeht, wenn es nur einer ist, was soll der Geiz? Machen wir mal 15 hin, dann gehört da vielleicht mal einer rein. So, wo haben wir noch irgendwas? Hier ist noch eine Kirche, die kann auch mal aus. Und tot. So, jetzt habe ich 74 Laborer. Mal gucken, wie lange die halten. Mal gucken, wie lange die halten. Alter. Eieieiei. Ich habe jetzt alle Schüler weggemacht. Deswegen habe ich jetzt so viele. Oh my fucking God. Alter, was ist denn los? Boah, ist das krass. Boah, ist das übertrieben. Ohne Witz, das ist echt mega übertrieben hier. Boah, kacke. Aber wir letzte Mal haben wir uns da gefangen. Wenn wir da wieder hinfallen, hier Schüler, alles weg. Hier hatten wir auch keine mehr. Da ging es ja langsam wieder aufwärts. Also sie sterben gefühlt langsamer. Aber hier immer noch 38, 37, die nichts zu essen haben. Das heißt, die 30 sind auf jeden Fall noch tot. Weil nicht genug Essen nachkommen. Wir sind schon wieder im Winter. Weil, warum sind wir schon wieder im Winter? Weil gerade erst Herbst, Frühling, wie auch immer. Und ich... Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Pausen mache. Ist eigentlich egal. Pasture. So. Ich versuche nochmal eben was. Ich gucke nochmal, ob ich das noch mitnehmen kann. Geht das? Ach, zu klein. Schade. Geht das? Das geht. Komm, das machen wir. Weil ich habe mal auf die Liste geguckt. Theoretisch fehlen mir noch... Ups, hier kommt man gar nicht weiter. Ach, egal. Ist eh vorbei. Das hier sind, glaube ich, eh nur noch... Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das unsere letzte Aufnahme wird. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal retten kann.
ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal retten kann. Weil die halt alle verhungern. Wer ist er? Blacksmith. Warum hat der Blacksmith... 5? Warte mal, ich habe 5 von 4. Warum 4? Ach so, klar, der eine ist ja noch... Das eine Ding ist ja noch im Eimer. Deswegen. Klar. Hier oben wird ja noch fleißig gebaut, aber ich habe keine Bilder. Was mir dann sowieso nichts bringt. So, ich habe nur noch 4. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Minute? Um 75 Stück mal eben zu killen? Das war ja ein Spaß. 20 Vendor. 20 Miner. 10 Stonecutter. Mein Gott. Was ist denn hier los, ey? Das ist echt absolut unnormal. Und wieder 10 weg. Boah, das ist echt übertrieben. Und immer noch 30, die nichts zu essen haben. Solange wir immer noch so viele haben, die nichts zu essen haben, ist das eh alles egal. Spielt eh keine Rolle, was ich da tue. Ich muss erst alle wieder... Eigentlich müssen erst alle wieder sterben, damit ich vielleicht... Vielleicht was machen kann. Damit ich das vielleicht wieder aufrechterhalten kann. Aber das ist alles nur Vermutung, weil... Ups, da sind wieder alle weg. Okay, Händler, brauchen wir nur einen. Ja, Taylor und... Blacksmith, die kann ich nicht ausmachen. Der Braumeister, brauche ich auch nur noch einen. Irgendwo ist noch eine Taverne, die kann aus. Hier? Nein, hier ist eine Taverne. Minenarbeiter. Stonecutter. Das Einzige, was ich einigermaßen davon habe, sind Blocks. Also kann ich ein paar Forest da rausnehmen. Und hoffen... Hoffen, 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 dass das langsam mal reicht hier. Komm, was sagt denn hier der Graf? Alter, das ist noch weniger als vorher. Wir sind immer noch 25 ohne Nahrung. Boah, scheiße. Ah, Sinkflug. Sinkflug, sage ich da. Was habe ich denn hier gemacht? Wie sind die runtergegangen? Dann sind die... Ach so, das sind die Adults. Ja, da habe ich die Schulen ausgeschaltet. Aber wenn die generelle Bevölkerung einfach mal abnippelt, dann ist das auch egal, ob ich die anmache oder nicht. Was? Achso, ich habe gerade Longerie gelesen. Ich denke, oh, 3 Kinder sind geboren worden und es wird langsam langsamer. Hier, merkt ihr, seht ihr? Es wird langsam, aber sicher. Es flacht ein bisschen ab. Es scheint, als wären wir so langsam, ganz langsam an der Stelle bei 360. Boah. Wir waren über 600. Wir haben fast die Hälfte verloren. Und es sterben weiterhin Leute, weil immer noch 18, 19, 20 ohne Nahrung sind und ich habe schon wieder keine Laborer mehr. Ja, jetzt ist eigentlich auch egal, wer stirbt. Ich kann nirgendwo mehr durch, ich kann noch ein paar Vendor rausnehmen. Machen wir die mal auf 6, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch welche wegnehmen soll. Oh, jetzt haben wir da 20, nichts zu essen. Komm, jetzt ist gerade Frühling. Die Gatherer müssten auch mal irgendwie was machen. Ich habe aber auch nichts zu fressen. Das geht. So wenig ist gar nicht. Also ist schon wenig, aber... Ich weiß nicht, warum das bei den Leuten nicht ankommt. Wobei doch, ich weiß das wohl. Weil hier oben nämlich die Nahrung irgendwo gelagert wird, aber die Leute sich das nicht holen können, weil hier keine Häuser mehr sind, die ewig latschen müssen. Und das alles nicht da ankommt, wo es ankommen soll. Deswegen verrecken die auch gerade alle, weil die alle hier Walk of Death und so. Ne? Weil das hier alles nicht mehr intakt ist. Wenn das alles wieder aufgebaut ist, dann geht's vielleicht wieder. Aber ich habe auch keine Laborer, um irgendwie die Sachen dahin zu schleppen oder irgendwie es damit zu machen. Ach, ein Merchant. Ja, schön. Hallo, Merchant. Was habe ich denn da? Nichts drin. Ist egal. Kommt mir eh nicht mehr. Hier wohnt schon keiner mehr oder arbeitet schon keiner mehr. Oh, crap, 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 crap. Okay. Bilder. Kein Mensch braucht Bilder. Kein Mensch braucht die hier. Taylor raus. Vendor raus. Trader raus. Minenarbeiter raus. Stonecutter raus. Krankenhaus braucht auch keiner. Herbalist braucht keiner. Forester reichen 20.
Fisherman. I do my very best. Aber mehr als das geht jetzt auch nicht mehr. Also wenn jetzt die Leute weiter sterben, dann kann ich hier keinen mehr einsetzen. Dann ist es vorbei. Dann wird es das gewesen sein. Und jetzt ist noch irgendwo hier Gift auf dem Feld. Natürlich. Maul- und Klauenseuche, nee. Dioxin in den Eiern. Da muss ich mal eben notschlachten, weil wir haben ja sowieso genug zu essen. Wir haben ja genug. Wir haben noch genug. Kein Problem. Schlachten wir nochmal eben 31 Hühner mit verseuchtem Essen. Ist doch kein Thema. Machen wir doch mal eben. Und 16 haben nichts zu essen. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier noch... Hier gibt es nichts mehr zu retten. Ganz ohne Witz, es gibt nichts mehr, was man noch irgendwie retten kann, glaube ich. Ich habe so die Befürchtung, dass das tatsächlich jetzt das bittere Ende von Winterborn ist. Ich kann ja schon mal abmoderieren. Oh mein Gott. Und weiter wird gestorben. Ja, es war ein bisschen abgeflacht. Es ist ein bisschen abgeflacht, aber es geht weiterhin bergab. Es geht weiterhin bergab. Was? Ach, das ist auch noch angesteckt. Ja, klar, natürlich. Das 66 Hühner auch noch mal weg. Klar, wir haben auch Glück. Aber manchmal braucht man auch ein bisschen Glück dabei, ne? Kennt ihr ja. Manchmal braucht man einfach ein bisschen Glück, damit nämlich alles verreckt. Huch, Katze. Geh mal weg. Katze, 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 Katze. Geh mal runter hier vom Schreibtisch. Bitte. Dankeschön. Die wollte mitspielen. Die kleine Kitty hier. Da wollte die doch glatt mitspielen. Ja, die kann zugucken, wie wir den Bach untergehen. Und einen Laborer haben wir noch. Und der ist... Da kam jetzt einer nach. 180 Kinder haben wir noch. Wir haben nicht so wenig Kinder. Da werden auch weiterhin welche geboren. Aber... Es kommt einfach nicht hinterher. Es kommt nicht hinterher. Hier ist die Schule immer noch an. Die kann man aus. Jetzt regnet es auch noch. Da oben ist immer noch die absolute Seuche. Hier ist bald auch nichts mehr drin. Das haut uns nochmal richtig schön in den Futtermagen. Zwei neue Laborer. Na, immerhin. Aber ich habe nichts mehr... Ah. Hä, das habe ich doch schon. Hast du nochmal ausgebrochen? Das ist das gleiche wie gerade. Was ist das denn jetzt? Sehr Unfug. Können die Hühner eigentlich die Schafe anstecken? Oder können die Hühner... Geht's weg? Nee, ist wieder neu. Hä, was ist jetzt los? Jetzt bricht das hier alle 5 Sekunden aus? Hallo, ich wollte hier weiterspielen. Wie viele Infestations kriege ich denn hier jetzt? So. Kann ja wohl nicht sein. Das ist für ein Bug. So, 17 haben weiterhin Hunger. Ich habe 1100 Nahrung. Was macht denn hier die Nahrung? Gottes Willen, ist das wenig. Da ist das hier krass, Alter. Und es sah so gut aus, guck mal. Wir haben uns so gut retten können. Von dieser Blamage. Und dann... Wobei, hier waren wir mal deutlich niedriger, ne? Was war denn das? Ne, wir sind niedriger, man sieht es nur noch nicht auf dem Graphen. Wir sind noch viel niedriger. Hier, wenn man guckt, sind wir, ja, deutlich drunter. Auch wenn es ein wenig abgeflacht ist. Aber weiterhin wird brav gestorben. Immer noch 17, die Hunger leiden. Wir sind bei 300 Leuten. Wir waren bei über 650. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir 15 Minuten damit verschwendet, zu gucken, wie alles stirbt. Das war natürlich jetzt ein absoluter Traum. Das war die interessanteste Folge ever. Forester brauchen wir nicht mehr. Weil wir brauchen Forester. Ich mache mal 2 Bilder. Mal gucken, ob ich irgendwas damit machen kann. Vendor. Oh. Immer noch das Gleiche. Ich weiß doch, dass da eine Infestation ist. Die ist immer wieder weg und kommt immer wieder neu. Zehnfach? Ich kann auf zehnfach spielen eigentlich, ne? Weil wirklich was machen, bis endlich alles wieder... Komm schon. Jetzt komm nicht jedes Mal. Was ist das für ein Bug? Das war aber vorher nicht.
Ach, und noch ein Feuer. Yay, auch noch ein Feuer. Wo denn? Ach, da, das ist eh alles tot. Ist egal, der kann nichts anstecken. Ja, da kann ruhig brennen, da passiert eh nichts. Komm, brenn ruhig weiter. Aber die löschen jetzt besser. Guck mal hier. Die hören jetzt auf und löschen hier richtig brav. Man kann mal richtig sehen, wie die anfangen zu löschen. Aber nicht, dass das irgendwas nutzen würde. Nicht, dass das irgendwas gebracht hätte. Außer, dass wieder ein paar Obdachlose da waren. Beziehungsweise, ich habe ja genug Boardinghouse. Eigentlich müssten die jetzt hier unten wohnen. Unten wohnen, hier unten wohnen. Nö, da wohnt keiner. Hier wohnt auch keiner. Hä? Wieso wohnen die da alle nicht? Verstehe ich nicht. Trading Post ist offline. Weg mit dem, weg, komm. Hier, die werden immer noch weiter geschlachtet. 8 und 47, dauert einfach zu lange bei diesem riesigen Feld.